Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man in Planter Project Ressourcen einplant und deren Aufwände vergibt. Hierbei werden wir eine Personenressource, eine Abteilungsressource und eine Kostenressource einplanen. Wir befinden uns hier im Terminplan unseres neuen Projekts, das wir in früheren Videos dieser Reihe erstellt haben. Wenn Sie die vorherigen Videos in dieser Reihe noch nicht gesehen haben, können Sie oben rechts klicken, um zur Playlist zu gelangen. Im ersten Schritt möchten wir die Ressource Daniela Müller dem Vorgang Gruppkonzept erstellen zuordnen. Hierfür klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf den Vorgang, um das Kontextmenü zu öffnen. Hier wählen Sie nun entweder die Option Einfügen – Ressource oder direkt die Option Ressourcen zuordnen aus. Diese Option eignet sich besonders dann, wenn Sie mehrere Ressourcen auf einmal einem Vorgang zuordnen möchten. Im Pop-up-Fenster sehen wir nun auch das Projektteam, das wir beim Erstellen des Projekts zusammengestellt haben. Aktivieren Sie die Checkbox bei Daniela Müller und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen. Die Ressource wird unter dem Vorgang eingefügt. Dabei werden einige Parameter, die in den Stammdaten für die Ressource definiert sind, auf die Ressourcenzuordnung übertragen. Zum Beispiel die Belastungskurve, die die Verteilung der geplanten Stunden über die Vorgangsdauer bestimmt, oder die Einheit, in der die Ressource eingeplant wird. Bei Bedarf können manche Parameter hier auf der Ressourcenzuordnung geändert werden und gelten für die Ressource nur in diesem Projekt und diesem Vorgang, zum Beispiel die Belastungskurve. Im Feld Aufwand Rest tragen wir nun den geplanten Aufwand von 80 Stunden ein. Wir speichern unsere Änderungen mit STRG und S oder über die Speicherschaltfläche. Der geplante Aufwand wird auch in der Spalte Aufwand Gesamt angezeigt, die eine Summe von Ist- und Restwerten darstellt. Da wir uns momentan noch in der Planungsphase befinden und noch keine Ist-Aufwände haben, also keine rückgemeldeten Arbeitsstunden, unterscheiden sich die Werte Rest und Gesamt noch nicht. Als nächstes möchten wir die Abteilung Anwendungsentwicklung dem Vorgang DV-Konzept erstellen zuordnen. Der Abteilungsleiter kann dann später den Aufwand für seine Abteilung auf einzelne Mitarbeiter verteilen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie eben. Sie klicken zunächst mit der rechten Maustaste auf den Vorgang DV-Konzept erstellen und wählen die Option Ressourcen zuordnen aus. Im Pop-up-Fenster aktivieren Sie nun die Checkbox bei der Abteilung Anwendungsentwicklung und klicken wieder auf Ausgewählte zuordnen. Die Ressource wird zugeordnet. Als geplanten Aufwand vergeben wir 100 Stunden und speichern unsere Änderungen wieder. Zu guter Letzt möchten wir eine Kostenressource für Fremdleistungen auf dem Vorgang Programmierung einplanen. Auch hier klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste auf den Vorgang, um das Kontextmenü zu öffnen. Dieses Mal wählen Sie entweder die Option Einfügen, Erlös- oder Kostenressource oder direkt die Option Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus. Im Pop-up-Fenster wählen wir dieses Mal die Option Fremdleistungen aus und klicken auf Ausgewählte zuordnen. Nun tragen wir im Feld Kostenrest die geplanten Programmierkosten von 20.000 Euro ein. Danach speichern wir unsere Änderungen. Wenn wir nun über die Schaltfläche Terminplan berechnen den Terminplan neu berechnen, werden die neu eingeplanten Ressourcen in der Planung berücksichtigt. Der geplante Aufwand wird über die geplante Vorgangsdauer entsprechend der gewählten Belastungskurve verteilt. Falls nicht genug Kapazität in diesem Zeitraum vorhanden ist, werden Überlasten ausgewiesen. Diese Verteilung sehen wir auch in der Modulvariante mit Belastungen, die wir hier über den Modulreiter öffnen können. Wenn Überlasten vorhanden sind, haben wir außerdem die Möglichkeit, die Auslastung der Ressource zu überprüfen. Hierfür machen wir einen Rechtsklick auf der Ressource und wählen die Option Auslastung anzeigen. Im Auslastungsmodul sehen Sie dann, in welchen Projekten und Zeiträumen die Ressource eingeplant ist und können entscheiden, ob Sie Ihre Ressourcenplanung eventuell noch einmal anpassen müssen. Nun wissen Sie also, wie man in Planter Project Ressourcen einplant. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Planungsstand in einem Statusbericht fixieren. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planter entschieden haben.